Grüße euch zu einer neuen Ausgabe des Itemshop-Watches hier auf guildnews.de. Ich zeige euch heute das Waldbogenschützen-Paket. Dabei handelt es sich um einen Rückenskin oder besser gesagt um zwei Rückenskins. Denn ihr seht jetzt bereits, dass ich einen Umhang und einen Köcher ausgerüstet habe. Diese beiden Sachen kann man auch getrennt ausrüsten, das zeige ich euch mal ganz kurz. Denn wenn wir in die Garderobe gehen und uns die Rückenteile ansehen, dann seht ihr hier, dass wir in dem Paket drei Teile bekommen. Einmal der Umhang und der Köcher, die gemeinsam angelegt sind. Der Köcher, der alleine angelegt ist. Oder den Umhang, der alleine angelegt wird. So. Damit wir jetzt die ganzen Farben besser sehen können und wie man sie verstellt, zeige ich euch die gemeinsame Kombination. Wir gehen auf die Farben. Und hierbei sehen wir, dass wir wieder mit dem oben links anfangen und dort ändern wir mit dem Farbkanal die Hauptfarbe des Umhangs. Der ist blau geworden. Ansonsten ändert sich wirklich gar nichts. Für die Farbe oben rechts nehme ich ein Lila. Ihr seht jetzt schon, dass sich die Verzierung bzw. die Umrandung des Umhangs ändert. Und es ändert sich auch hier im mittleren Bereich die Verzierung des Köchers. Das Ganze wird besser sichtbar, wenn ich den dritten Farbkanal unten links ausfülle. Denn jetzt seht ihr, die Mitte wird grün durch den Farbkanal unten links. Und gleichzeitig sind die Ornamente lila. Und der letzte Farbkanal, das werdet ihr bestimmt schon geahnt haben, ändert dann die Umrandung bzw. die Hauptfarbe des Köchers oben und unten. Die Pfeile sind nicht zu verändern. Egal welche Farben ihr auswählt, die werden immer gleich aussehen. Gut, ich wende das einmal kurz an, damit wir es uns auch in-game angucken können. Wenn wir uns mit dem Umhang bewegen, weht er leicht hinter uns her, wie es halt so ein Umhang macht. Der Köcher ist fest an unserem Rücken. Was jetzt ein bisschen besonders ist, ArenaNet hat das Ganze so getimed, dass wenn ihr anfangt mit dem Bogen zu schießen, immer wieder der Charakter in den Köcher hineingreifen wird, um einen Fall nachzuziehen. Ihr seht das, immer wenn ich geschossen habe, sieht mein Charakter den Fall wieder aus dem Köcher nach. Den Fall selber sieht man natürlich nicht, wie es gewohnt ist in Guild Wars 2. Aber die Animation ist schon mal sehr gut abgestimmt auf den Köcher. Gut, ich hoffe, ich konnte einen guten ersten Eindruck vermitteln. Bis zum nächsten Mal.